Hallo und willkommen bei Ralfs Bastelbude. Heute der Werkstatt-Vlog Nummer 1. Ich habe ja schon lange keinen Werkstatt-Vlog mehr gedreht. Gab viel zu tun, aber nicht so viel zu berichten. Umso mehr ist es mittlerweile. Ich habe ein paar neue Sticker bekommen, die zeige ich euch gleich mal. Und ja, ich habe auch ein paar tolle Sachen zum Testen bekommen, aber auch da gleich mehr dazu. Ja, vielen lieben Dank für die Aufkleber an Peters Werkstatt und Einzelmenschenwerkstatt. Ich mache das jetzt direkt mal hier an die Wand. Und noch ein Aufkleber von Swiss Woodworker Design kommt hier hin. Vielen lieben Dank nochmal an Stefan, Peter und Thorsten. Ebenfalls herzlich bedanken möchte ich mich bei Tims Technik, Christians Werkstatt und Dr. Kübel. Einen ganz lieben Dank auch an Do-It-Yourself Guyver, der mir seinen wundervollen Sticker zugeschickt hat. Ebenfalls neu an meiner Stickerwand, der Aufkleber von flexparts.de. Das ist ein Händler, der Ersatzteile für Stiel- und Wiking-Geräte und auch noch ein paar andere Marken, glaube ich, verkauft. Und ja, mit dem probiere ich gerade was aus. Der hat mir ein paar Teile zur Verfügung gestellt. Aber das seht ihr dann auch demnächst in einem Video. Wenn ihr mal Teile für Stiel, Kettensägen oder was auch immer braucht, könnt ihr da ruhig mal drauf schauen. Ist ein interessanter Shop und vor allen Dingen echt günstig. Im Moment bin ich dabei, einen Hochendaster von der Firma Stiel zu reparieren. Und da habe ich unter anderem eben auch Teile von Flexparts bekommen, um das Ding wieder richtig gangbar zu machen. Da wird es aber ein separates Video zu geben. Mein neuester China-Schnapper sind hier diese Teile. Das hier ist, um Kabel zu verbinden. Das ist eine ganz lustige Sache, und zwar braucht man da nur das Kabel abzuisolieren, von beiden Seiten reinstecken. Hier in der Mitte ist bereits Lötzinn drin und der Rest hier ist ein Schrumpfschlauch. Man macht das dann warm mit dem Heißluftföhn und dann verbinden sich die beiden Kabel wasserdicht. Das werde ich ausprobieren, da werde ich dann auch nochmal entsprechend was darüber erzählen, ob das denn wirklich auch so funktioniert. Aber vom Prinzip her finde ich das eine geniale Sache. Ist auch nicht teuer. Das hier ist ein einphasiger Stromzähler. Das Ding ist super billig aus China. Ob er funktioniert und wo ich ihn einsetze, zeige ich euch auch demnächst in einem Video. Es geht darum, ein Bekannter von mir hat einen Elektro-Golf und er will halt messen, wie viel Strom er verbraucht zum Laden von seinem Auto. Ich denke, das könnte mal ganz interessant werden. Da mache ich eine kleine Unterverteilung und da wird der Stromzähler hier entsprechend integriert. Ob das Ding funktioniert oder nicht, werden wir dann sehen. Ja, dieses super professional Mikrofon von Weißre habe ich mir auch geleistet. Das ist so ein schnurlos Krawattenmikrofon der ganz, ganz billigen Art. Der erste Test war nicht so erfolgreich, allerdings mit drei Adaptern dran, weil
ja, das hier ist der Empfänger. Und ein 6,3 mm Klinke geht natürlich nicht in die Kamera. Das heißt also, ich muss von 6,3 auf 3,5 und von Mono auf Stereo. Das will noch nicht so. Das will ich jetzt noch nicht endgültig sagen, dass es nichts taucht, aber ich habe so die Vermutung, dass es Schrott ist. Für eins meiner Projekte aus dem Großprojekt Licht im Wald bin ich dabei, so ein, Kunstwerk, so eine große Lampe zu bauen. Und da habe ich einen riesigen Bohrer gebraucht. Und den habe ich auch bekommen. Und zwar dieses Teil hier. Das ist wirklich ein Bohrer für Männer. Das ist ein 24 mm Bohrer, 60 cm lang, 600 mm lang. Ja. Mein Akkuschrauber hat es nicht geschafft. Meine Hilti TI10 hat es nicht geschafft. Und dann musste ich die TI72 von einem Kumpel nehmen. Die hat es dann geschafft, gerade so. Aber das seht ihr dann in dem Video. Also das ist auf jeden Fall super spannend. Ich kann euch auch jetzt schon sagen, die Bohrer sind preiswert und super, super gut. Also ich bin top zufrieden damit. Ja, ihr seht, also es gibt eine ganze Menge Sachen, die demnächst hier auf meinem Kanal anstehen. Es sind einige Reparaturen. Es sind ja auch ein paar kleine Tests dabei. Es sind ein paar ganz außergewöhnliche Projekte dabei. Besonders toll sind die Licht im Wald Projekte. Da habe ich einen riesen Spaß dran gehabt. Und ja, wenn das alles geschnitten ist, kommt das Stück für Stück hier auf meinem Kanal. Und ich denke, da ist auch das ein oder andere dabei, was man ja sich vielleicht auch nachbauen kann oder wo man sich das ein oder andere abgucken kann. Was ich auf jeden Fall jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen, ja, in den nächsten Tagen und Wochen noch machen werde, sind ein paar Videos über meine Erikas, meine beiden Unterflur-Zugsägen. Das wird auch, glaube ich, ganz interessant. Einmal das Unboxing von meiner neuen Erika, die mittlerweile auch gar nicht mehr so neu ist. Ich habe sie ja jetzt schon eine Zeit lang. Und ein Vergleichstest zwischen der alten und der neuen Erika. Und ich kann euch versprechen, das ist äußerst interessant. Wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht auch schon mitbekommen, dass mein Kompressor einen Geist aufgegeben hat. Mein Holzmann-Kompressor. Holzmann baut keine Kompressoren mehr. Die haben das abgegeben an die Firma Zipper. Mit denen bin ich in Verhandlung. Ich hätte gerne wieder so einen Kompressor. Der war eigentlich okay. Der hat nur etwas zu früh die Grätsche gemacht. Und Motor kaputt. Also da ist eine Reparatur sinnlos. Weil einfach der Elektromotor mehr kostet als ein neuer Kompressor. Ja, dann habe ich noch zwei Neuzugänge in der Werkstatt. Und zwar einmal von Maffel die V65. Das ist eine Tauchsäge. Nicht mehr ganz neu. Wie alt sie genau ist, werde ich noch rauskriegen. Aber das seht ihr dann in einem separaten Video. Da werde ich ein komplettes Video drüber machen. Und ich habe sie schon ausprobiert. Die funktioniert echt klasse. Ist mit Starkstrom super leise, aber wie gesagt, da mache ich ein separates Video drüber. Das hier ist der zweite Neuzugang, die Maffel FUS 65, eine Handkreissäge, auch nicht mehr ganz taufrisch, aber auch die funktioniert ganz hervorragend und auch da wird es ein entsprechendes Video drüber geben. Also die werde ich auch komplett zerlegen und restaurieren. Ich möchte euch auch noch zwei Kanäle vorstellen, die ich entdeckt habe. Das ist ein ganz frischer, ein ganz neuer Kanal. Der hat erst ganz, ganz wenige Abonnenten. Und zwar, das ist der Heimbastler Micha.
ganz lieber Kerl, ist noch ein bisschen schüchtern, aber ich glaube, ich habe da schon so ein Bild von seinem Schachspiel gesehen und das sieht schon richtig gut aus, was er da gebaut hat. Und ich bin echt gespannt auf sein erstes Video, was er dann online stellen wird. Der Kanal hat erst 53 Abos im Moment, aber es werden wohl ständig mehr, schon jetzt, obwohl er sein erstes Video, glaube ich, noch gar nicht online hat. Also je nachdem jetzt, wann ich hier meinen Vlog online stelle. Mal gucken, wer da schneller ist, ob er sein erstes Video online hat oder ob ich da schneller bin. Den anderen Kanal, den ich euch noch vorstellen möchte, der hat schon ein paar mehr Abonnenten. Das ist der Andreas Achleitner. Und der baut wirklich ganz, ganz tolle Möbel und drechselt auch viel. Da solltet ihr auch mal reinschauen. Hier habe ich schon mal ein Bild von seinem Kanal. Und auch den verlinke ich euch entweder hier oben oder da unten in der Videobeschreibung. Mit dem Verlinken, das muss ich noch ein bisschen üben. Also das habe ich noch nicht so drauf. Der Andreas ist übrigens Österreicher, ist seit 2013 am Laufen und hat auch schon 3.500 Abonnenten, also ist kein ganz kleiner mehr. Oder zumindest mal eine ganze Ecke größer als ich. Ich habe übrigens auch seit neuestem Amazon Affiliate Links. Das heißt also, wenn ihr über meine Links, die ich hier unten in der Kanalbeschreibung drin habe, auf Amazon geht, dann bekomme ich sozusagen eine Provision. Für euch kostet es nichts mehr und mir hilft es natürlich schon, wenn ihr eure nächste Bestellung über diese Affiliate-Links macht. Es ist egal dabei, ob ihr jetzt speziell das Teil, was ich dann da unten verlinke, kauft oder ob ihr irgendwas anderes kauft. Da kriege ich dann eine kleine Provision und das wird mir natürlich echt helfen. Auf Amazon habe ich auch noch eine Wunschliste. Falls mir jemand da was Gutes tun möchte, kann er das gerne tun. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Ich brauche immer wieder ein bisschen Material, um hier in meinem Kanal weiterzumachen. Und ja, ihr wisst ja, es geht halt ins Geld. Das Wichtigste allerdings ist, dass ihr mir ein Abo da lasst. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Zumindest ein Like oder beziehungsweise einen Daumen nach oben und eventuell einen Kommentar, was ich vielleicht noch besser machen könnte oder was ihr besonders toll findet. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich sagen, wir sehen uns wieder demnächst hier in Ralfs Bastelbude.